Hallo Fußballfreunde, mit dem Champions League Finale, Champions League Tottenham Hotspur FC Liverpool, SA. Ab 20.30 Uhr live bei der ZN, ab 21 Uhr im Live-DK erwartet uns das letzte große Highlight der Saison 2018-19. Die Fußballwelt blickt auf Madrid und auf Jürgen Klopp, eines der deutschen Aushängeschilder überhaupt. Für seinen FC Liverpool gilt wie für Gegner Tottenham Hotspur, beide Teams sind auf allen Positionen bestens besetzt. Sie haben gezeigt, dass ihr Erfolg nicht mit einem Spieler steht und fällt. Bildergalerie Champions League, die größten Aufholjagden in der Königsklasse, 24 Bilderausfälle von Salah, Firmino oder Kane wurden kompensiert. Ein gutes Beispiel sind die Verletzungspausen von Roberto Firmino und Mo Salah beim 4:0 im Halbfinalrückspiel gegen den FC Barcelona. Beim Wunder von Anfield, das ich für der ZN live aus dem Stadion kommentieren konnte, stachen auf einmal Dybala Origi und Georginio Wijnaldum heraus. Auf der anderen Seite ist bei Tottenham der Ausfall von Harry Kane nicht so schwer ins Gewicht gefallen, weil ihn Heung-min Son oder Lucas Moura, der beim 3:2 im Halbfinalrückspiel gegen Ajax Amsterdam groß aufdrehte, sehr gut ersetzten. Das Finale von Madrid ist für mich aber auch vor allem ein Duell der Trainer. Geht es nach José Mourinho, zählen allein Titel, um die Größe eines Trainers zu messen. Der ZN gratis testen und die Champions League live. Beide Trainer haben ihre Teams in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt. Pochettino durfte in den letzten zwei Transferperioden kein Geld ausgeben und erreicht trotzdem das Finale der Champions League, eine großartige Leistung. Und Jürgen Klopp hat Liverpool zu dem gemacht, was es heute ist. Die Reds gehören wieder zu den kontinentalen Schwergewichten, Klopp schafft Momente für die Ewigkeit. Ich glaube, dass viele Fans, auch in Deutschland, ihm dafür dankbar sind, was sie mit ihm jetzt erleben können, unfassbare Spiele, Momente für die Ewigkeit. Schon dadurch verdient er das Prädikat Weltklasse-Trainer. Jetzt das aktuelle Trikot des FC Liverpool bestellen, hier geht's zum Shop, Anzeige mit dem Titelgewinn kann er nun auch die letzten Skeptiker überzeugen. Liverpool geht aus meiner Sicht aufgrund der starken Saison in der Premier League leicht favorisiert in das Finale. Jan Platte kommentiert die Champions League bei der ZN gemeinsam mit Per Mertesacker und Alex Schlüter, VL, Urheberrecht der ZN. Außerdem hat sich die Mannschaft nach der 1:3 Finalniederlage gegen Real Madrid in der vergangenen Saison nochmal enorm weiterentwickelt. Es ist vielleicht vergleichbar mit dem FC Bayern, der 2012 kurz vor dem Ziel gescheitert ist, um dann 2013 zu triumphieren. Liverpool ist als Mannschaft ähnlich gereift an diesem Rückschlag. Halbfinalspiele schwer zu toppen, letzten Endes ist es aber ein Endspiel, eine Partie, in der alles drin ist. Entschuldigung für die Floskel, es kann alles passieren, wie so oft in dieser Champions League-Saison. Jetzt das aktuelle Trikot von Tottenham Hotspur bestellen, hier geht's zum Shop, Anzeige, ich jedenfalls wünsche mir ein spannendes Finale. Die Halbfinalrückspiele haben schon besondere Geschichte geschrieben. Mal schauen, ob das Endspiel da noch einen draufsetzt. Meistgelesene Artikel: Fußball, Europa League, das ewige Rätsel, Özil Fußball, Champions League Headstar, Klopp hat alles verändert, Hildebrand analysiert neue Regeln, Handball, Will Handball macht rot, der Absturz, Fußball, Bundesliga, Bundesliga feiert Rekordumsatz. Bei der ZN werde ich die Partie live vor Ort kommentieren dürfen, unser Studio ist quasi das Wanda Metropolitano. Darauf freue ich mich besonders, bis demnächst, euer Jan Platte. Jan Platte ist seit über 10 Jahren als Kommentator tätig. Über die Stationen Liga Total und Sport 1 kam er 2016 zu DRZN. Am Samstag kommentiert er dort gemeinsam mit Per Mertesacker das Champions League-Finale Tottenham Hotspur gegen den FC Liverpool.
Let's Block Ads. Why?